Meine Damen und Herren, im heutigen Vortrag geht es um das Thema der Standortsuche für ein neues ägyptisches Museum in München. Und diese Standortsuche hat bereits sehr früh eingesetzt. Die anfängliche Euphorie, nachdem man 1970 die neuen Räume für die erstmalige Ausstellung und Präsentation der ägyptischen Objekte, aller ägyptischen Objekte unter einem Dach in München gehabt hatte, war relativ rasch verflogen. Denn die Unzulänglichkeiten in den historischen Räumen im Hofgartentrakt der Münchner Residenz waren doch verhältnismäßig rasch zutage getreten. Und so titelten die Münchner Zeitungen bereits 1979 anlässlich einer Präsentation einer Neuerwerbung: Wann kommt der Neubau für die ägyptische Sammlung? Und in diesem Artikel aus dem Münchner Merkur heißt es dann recht drastisch: Die klägliche Präsentation in einer unzulänglich ausgeleuchteten Vitrine macht die Mängel dieses Museums deutlich, dem demnächst wohl der Kollaps droht. Aus zweierlei Gründen: Die unzureichenden klimatischen Bedingungen, die aufgrund der historischen Bausubstanz nicht verbessert werden können, lassen um die konservatorische Sicherheit der Exponate fürchten. Straßenstaub und Abgase bedrohen jetzt schon die Steinplastiken, von den empfindlicheren Materialien gar nicht zu reden. Eine zweite gravierende Störung zeichnet sich durch die bevorstehende Wiederherstellung der Kaiserseele der Residenz ab. Sie haben ihren Hauptzugang über die Kaisertreppe, deren Entree gleichzeitig der Haupt- und Mittelsaal der Ägyptensammlung ist. Es ist schon jetzt abzusehen, dass der Museumsbetrieb ab 1982 nachhaltig beeinträchtigt sein wird. Abhilfe könnte da eigentlich nur ein Neubau bringen, über den Museumsdirektor Wildung sowie sein recht aktiver Förderverein bereits ganz konkrete Vorstellungen entwickelt haben. Und es geht dann weiter mit einem Bericht in der Süddeutschen Zeitung. Gegen mehr Raum für die ägyptische Sammlung wird niemand etwas einzuwenden haben. Der Einbau einer Klimaanlage in den jetzigen Räumen der ägyptischen Sammlung, mit der man die konservatorischen Bedingungen verbessern können, sei nicht möglich. Und so ging es dann weiter und weiter. Und dieses Thema, also 1979 das erste Mal angesprochen hier in den Zeitungsartikeln, sollte dann das beherrschende Thema für die nächsten Jahre bleiben. Schauen wir uns doch einmal an, wie es damals in der Residenz ausgesehen hat. Wie waren die Möglichkeiten? Hier haben wir den schon angesprochenen Eingangssaal eigentlich. Das ist der sogenannte Vier-Schäfte-Saal und ein nicht einmal heizbarer Raum. Die einzige Klimatisierung bestand für uns viele Jahre darin, vielleicht ein Fenster zu öffnen in den Sommerzeiten. Und die Problematik lag nicht nur daran, dass hier dieser Raum konservatorisch völlig ungeeignet war. Er zerschnitt auch die beiden Museumsteile in zwei etwas ungleichgewichtete Hälften. Und wir haben immer wieder durch Klagen der Besucher festgestellt, dass nicht jeder Besucher von Teil 1 sozusagen auch rübergeleitet wurde beziehungsweise in Teil 2 ankam und sich dann unter Umständen bitter beklagt hätte, wie mickrig doch diese Sammlung sei oder wie viel Eintrittsgeld für diese zwei ersten Räume verlangt würde. Das war die eine Problematik und dann eben für viele, viele Jahre die Doppelnutzung, was wirklich dann auch so weit gegangen ist, dass wir
manchmal das Museum, wenn ein hochkarätiger Staatsempfang war, für die darüber liegenden Repräsentationsräume eben auch tatsächlich schließen mussten. Hier ein Blick in den Kassenbereich, der Kassenbereich und Museumsshop zugleich gewesen ist. Aber das ist schon die verbesserte Version in den 2000er Jahren, wo eben durch ein Thekensystem und wenigstens kleine Vitrinen der Museumsshop auch ein bisschen als ein solcher bemerkbar gemacht wurde und durch ein Schild über der Eingangstür, was sich dann eben auch in dem schon angesprochenen Teil 2 befand, haben wir versucht, Abhilfe zu schaffen und Sorge dafür zu tragen, dass eben tatsächlich die Besucher auch mitbekommen haben, aha, es geht drüben in Teil 2 auch noch weiter, auch wenn ihnen das natürlich gesagt wurde, aber naja, man hört ja da nicht unbedingt dann auch immer zu. Hier ein Blick in diesen ersten Teil, der auch ein wenig von den Vitrinen zeigt. Wir haben gar nicht so viele Bilder und Aufnahmen aus dieser frühen Zeit des Museums. Die Vitrinen, die natürlich genauso wenig klimatisiert gewesen sind wie die einzelnen Räume, die ein inneres Oberlicht gehabt haben, eingebaute Lampen, was damals durchaus üblicher Standard gewesen ist. Man war sogar sehr stolz, auf diese Weise immerhin die Objekte beleuchten zu können, denn in den ersten Jahren war auch von der Decke herab kein Licht vorhanden. Wir haben uns erst sehr viel später in den 80er Jahren getraut, die restaurierten Stuckdecken dann doch anzubohren und wenigstens ein ganz schlichtes Beleuchtungssystem zu installieren, was immer natürlich noch Notbehelf geblieben ist. Die Vitrinen, die hier jeweils in der Raummitte zu erkennen sind, wurden dann übrigens später herausgenommen, weil wir, das wird gleich zu zeigen sein, dann diesen Platz benötigt haben, um überhaupt Vorträge anbieten zu können. Hier sieht man die schönen Renaissance-Portale, die natürlich in einem gewissen ästhetischen Widerspruch zu den altägyptischen Originalobjekten stehen. Und wir haben dann versucht, mit jeder Sonderausstellung, denn das ist natürlich auch ein finanzielles Problem gewesen, die Einrichtung des Museums wenigstens schrittweise ein klein wenig zu verbessern. Also wir haben die kahlen Vitrinen eingehaust und verblendet. Wir haben die weißen Wände ebenfalls mit Paneelen versehen, um auch so einen gewissen Hintergrund, einen optisch ansprechenden Hintergrund für die Originalobjekte zu bekommen. Wir haben dann das System in den 90er Jahren der integrierten Sonderausstellung erfunden und auch durch verschiedene Farben im Hintergrund dafür gesorgt, dass das Museum doch immer wieder auch ein bisschen anders ausgesehen hat, dass eine Sonderausstellung eben auch als eine Sonderausstellung zu erkennen war. Aber es ist völlig klar, das ist alles letztendlich doch nur Stückwerk gewesen. Und im Hintergrund liefen all die Jahre die Bemühungen, eben doch zu einem Neubau des Hauses oder zu einem erstmaligen eigenen Bau für das Ägyptische Museum zu kommen. Waren die Räumlichkeiten eigentlich ungeeignet und die Vitrinen recht dürftig, um die Qualität der Münchner Stücke auch nur annähernd herauszuarbeiten, kam eben noch als zweiter entscheidender Punkt hinzu, dass es in der Residenz nur die Ausstellungsräume gab,
Und dass man damals in den 70er Jahren eben auch noch gar nicht, oder in den 60er Jahren, als das Ganze geplant wurde, auch noch gar nicht daran gedacht hatte, dass ein Museum ja nicht nur und nicht ausschließlich aus der Präsentation der Objekte besteht. Mein Vorgänger Dietrich Wildung hatte kurz nach seinem Amtsantritt in der Mitte der 70er Jahre begonnen, Vorträge für das Publikum und für den damals gegründeten Freundeskreis des Museums als einer ganz besonderen Zielgruppe anzubieten. Und es gab keine andere Möglichkeit, als diese Vorträge mitten in der Sammlung abzuhalten. Es gab ja keine anderen Räumlichkeiten. Und wenn man dann ein wenig mehr an Platz benötigt hat, vielleicht für eine Mitgliederversammlung des Freundeskreises, diese Veranstaltungen sind immer sehr lebhaft besucht gewesen, oder für eine Ausstellungseröffnung, dann mussten wir hinausgehen in den schon angesprochenen Vier-Schäfte-Saal, wo natürlich auch alles improvisiert war, wo man dann notdürftig Lautsprecher aufgestellt hat, die innen abgebaut worden waren. Also das ist alles sehr, sehr improvisiert gewesen und bedurfte des unbedingten Willens der Teilnehmer, das auch für gut zu befinden und sich auf die Inhalte zu konzentrieren. Zu Beginn der 80er Jahre ist es dann allmählich losgegangen mit etwas, was heute eine absolute Selbstverständlichkeit ist, nämlich mit der Museumspädagogik und mit entsprechenden Angeboten für Kinder. Der Nukleus dieses ganzen Unternehmens war die jährliche Ferienaktion im Sommer, die zunächst einmal auch schon in dem nun zu einem museumspädagogischen Raum umgewidmeten Vier-Schäfte-Saal stattgefunden hat. Und es ist jedes Jahr ein erbitterter Kampf mit der Schlösserverwaltung, mit der Verwaltung der Residenz gewesen, dass wir da so einen kleinen Verschlag aufbauen durften, der dann als Werkstatt für die Aktivitäten der Kinder gegolten hat. Die haben da mit strengem Auge drauf geschaut und dass da auch ja nicht mal ein Wassereimer vielleicht für Tonarbeiten durch die Gegend getragen wird und ähnliches. Also da mussten die Mitarbeiter im museumspädagogischen Bereich auch wieder viel Improvisationsfähigkeiten und guten Willen aufbringen. Auf der anderen Seite waren diese Sachen fantastisch. Es gab so etwas ja kaum. Und das ist ein unglaublicher Renner damals gewesen. Und wir hatten jeden Tag bis zu 50 Kinder in der Werkstatt. Und zudem kamen die Kinder fürs Suchspiel und für die allerersten Kinderführungen ins Haus. Also das Interesse war unbedingt da, aber die Umsetzung war alles andere als professionell. Und so haben wir uns dann in den 2000er Jahren schweren Herzens dazu durchgerungen, einen Museumsraum zu opfern. Ich wage das kaum zu sagen. Wir haben den sogenannten Koptenraum, also alles, was sich in frühchristlicher Zeit abspielt, nach den Pharaonen, ausgelagert, zum Teil ins Magazin genommen, zum Teil in andere Vitrinen, in andere Räume verlagert, um hier nun einen wirklich zwar immer noch, man sieht es an den Bierbänken, provisorisch eingerichteten Raum zu haben, aber doch jetzt hier für die Schulklassenführungen, die in der Zwischenzeit begonnen hatten und die ebenso heiß begehrt waren, eben auch ein regelmäßiges Werkstattprogramm anbieten zu können. Und der Raum ist eigentlich immer die ganzen Wochentage über ausgebucht gewesen. Und wir haben damals schon angefangen, viel, viel zu lernen und Erfahrungen zu sammeln, um dann unsere Wunschliste, wie es im neuen Haus werden sollte, auch allmählich zusammenstellen zu können.
Doch das sind alles noch Wunschgedanken. Kehren wir wieder zurück in das Jahr 1982, als zum ersten Mal die Vorstellungen und auch das Konzept für einen möglichen Neubau etwas konkreter geworden sind. Ein junger Architekt, Eberhard Wimmer, hatte sich im Rahmen einer sogar prämierten Diplomarbeit an der TU München, nämlich über ein ägyptisches Museum in München, Gedanken gemacht. Und zwar dergestalt, dass er sogar einen ganz konkreten Ort vorgeschlagen hat. Wir sehen ihn hier im Bild rot eingekreist, der Finanzgarten neben dem Hofgarten, der ja bis heute ein Standort ist, der schon für die verschiedensten Nutzungen ins Gespräch gebracht worden ist. Und Eberhard Wimmer hatte zuvor Erfahrungen mit Museumsbauten, Umbauten gesammelt, weil er in Chicago bei niemand Geringerem als Richard Meyer am Umbau, an der Neugestaltung der orientalischen Sammlung im Oriental Institute beteiligt gewesen ist. Und wie es damals, ja, man kann fast sagen, so üblich gewesen ist und übrigens in der ägyptischen Abteilung des Metropolitan Museum auch tatsächlich ganz konsequent umgesetzt worden ist, hatte er seinerzeit vorgeschlagen, dass man den gesamten Bestand der Sammlung ausstellen müsste, also kein Magazin mehr, sondern zugängliche für das Publikum auch zugängliche Magazinräume, Schaumagazine schaffen müssten. Er hat dann sein Modell auch im Ägyptischen Museum mit einem Vortrag vorgestellt und das ist tatsächlich dann auch, wie gesagt, 1982 der Startpunkt gewesen, um sich mit einem möglichen Konzept für die Präsentation in einem künftigen Neubau auseinanderzusetzen. Dann sind die Überlegungen überaus zäh weitergegangen und sie haben sich auf ein ganz anderes Areal verlagert, nämlich auf das Areal im Umfeld des Königsplatzes, also immerhin schon im heutigen Kunstareal. Und zwar ging es um die Position, um die Stelle der sogenannten Ehrentempel, von denen nur noch die Sockelbauten jeweils neben den beiden großen Gebäuden aus der NS-Zeit an der damaligen Maiserstraße, Erzisstraße übrig geblieben waren. Und wir können das weiter verfolgen in den Berichten, die wir schön archiviert in den Rundbriefen unseres Freundeskreises zusammengefasst haben. Der städteplanerische Architektenwettbewerb für die Bebauung des Areals Königsplatz Ost, das auch den Neubau der ägyptischen Sammlung einschließen wird, soll noch im Jahr 1987 ausgeschrieben werden. Die konkrete Planung für das neue ägyptische Museum ist damit in greifbare Nähe gerückt. Doch sobald hier sich ein neuer Bauplatz, möglicher Bauplatz etwas konkretisiert hatte, gab es schon wieder ganz andere Probleme. Die unmittelbar vor dem Abschluss stehende Neugestaltung des Königsplatzes schafft eine wesentliche Voraussetzung für die Planung der Ostbebauung des Platzes und damit den Neubau der ägyptischen Sammlung.
Derzeit wird die Planung allerdings durch Einwendungen des Umweltreferats der Landeshauptstadt München aufgehalten, das künftige Baugelände mit seinem seit Kriegsende wuchernden Wildwuchs wurde als schützendes Biotop entdeckt. Oberste Baubehörde und Ministerium sind optimistisch, diesen Einwänden durch eine Planung begegnen zu können, die eine des Königsplatzes würdige Parkanlage im Umfeld des Neubaus vorsieht. Wir schreiben das Jahr 1988. Etwas später im Jahr können wir dann Folgendes vermelden. Derzeit ist seitens der Stadt geplant, einen städtebaulichen Ideenwettbewerb auszuschreiben, der keinerlei inhaltliche Vorgaben vorsieht, sodass zu befürchten ist, dass das für die ägyptische Sammlung vorgesehene Gelände auch einer ganz anderen Nutzung zugeführt werden könnte. Bedenken des Umweltschutzes, Ritzenbiotop, und der Denkmalpflege, Erhaltung der Sockel der Nazi-Ehrentempel, treten gegenüber diesen Problemen derzeit in den Hintergrund. Also es ist ein ständiges Hin und Her gewesen, einmal sozusagen himmelhoch jauchzend und zwei Monate später wieder zu Tode betrübt, weil hier eben alle möglichen, es ist ein so, ich sag mal, auch historisch aufgeladener Ort gewesen, dass man da eben alles Mögliche berücksichtigen musste. Und ein Jahr später heißt es deswegen, die Befürchtungen bewahrheiten sich. Das Projekt des Neubaus für die ägyptische Sammlung ist insgesamt nicht weitergekommen, sondern unerwartet in eine schwierige Phase geraten. Die Landeshauptstadt München hat einen Ideenwettbewerb beschlossen, der keinerlei inhaltliche Vorgaben für die künftige Nutzung des Areals enthält, sodass nicht auszuschließen ist, dass dort, wo unser Museum entstehen soll, eine öffentliche Grünfläche oder eine Gedenkstätte geplant wird, die an die unselige Rolle dieses Ortes im Dritten Reich gemahnen soll. Die Münchner Presse hat in unsachlicher und tendenziöser Weise von staatlichen Bauplanungen berichtet, die eine monumentale Verbarrikadierung des Grüngürtels Königsplatz Karolinenplatz vorsehen. Ganz im Gegensatz zu diesen unsachlichen Behauptungen war stets an eine lockere, pavillonartige Bebauung gedacht, bei der übrigens ein wesentlicher Teil der Nutzfläche unterirdisch vorgesehen ist. Und ich habe lange gesucht und ich glaube, dass diese Formulierung aus dem Januar 1989 wirklich die allererste ist, wo die Überlegung, den Museumsbau eventuell in die Erde zu verlegen, das erste Mal auch wirklich schriftlich fixiert worden ist. Und dann allerdings ist dieser städtebauliche Ideenwettbewerb, wie er dann letztendlich hieß, tatsächlich realisiert worden. Ein Jahr später, da heißt es dann, der städtebauliche Rahmenwettbewerb wurde im Mai 1990 ausgeschrieben. Das Projekt umfasst den Neubau der ägyptischen Sammlung, einen Bau für die Abteilung Vorderer Orient der prähistorischen Staatssammlung sowie eine Erweiterung der Musikhochschule, also drei verschiedene Nutzungen. Die Tagung des Preisgerichts ist für Ende November vorgesehen. Es sind dann im Rahmen dieses Wettbewerbes tatsächlich 65 Arbeiten eingereicht worden. Und die Entwürfe waren entsprechend vielfältig. Es hat tatsächlich einen Entwurf gegeben, der dort nichts vorsah, nur eine Grünfläche. Also das, was man befürchtet hatte, ist tatsächlich auch eingetreten. Aber andere Lösungen sind nicht vorgeschlagen worden. Also das heißt, die restlichen 64 Beiträge haben sich wirklich mit unterschiedlichen Architekturansätzen um die Lösung bemüht, hier
alle drei Nutzer unterzubringen. Unvermeidlich, wenn man an ein ägyptisches Museum denkt, ist offensichtlich der Bau von Pyramiden. Einer der Entwürfe sah hier also eigentlich eine Art Doppelpyramide vor. Einmal eine aufgehende Pyramide und einmal, Paris lässt grüßen, eine eingesenkte Pyramide. Ansonsten allerdings herrschte eine gewisse Tristesse vor, wie man hier, das sind drei der vier prämierten Entwürfe, sieht. Es waren eben einzelne Blöcke, die dann in verschiedensten Variationen verteilt worden sind entlang der Straße. Einmal die eine Nutzung vorne, einmal die andere Nutzung hinten. Diesem Phänomen werden wir gleich noch einmal begegnen. Manchmal hat man auch auf die andere Straßenseite, also jenseits der Arzisstraße, übergegriffen. Aber so der ganz große Wurf ist nicht dabei gewesen. Das hier, die Nummer 1159, ist tatsächlich der Vorschlag gewesen, der noch am meisten Sympathien gefunden hat. Das waren nur in Anführungszeichen zwei Gebäude, relativ hoch aufragend, relativ schmal, parallel zu den Schmalseiten der großen Nazi-Gebäude. Und entsprechend enttäuscht klangen dann auch die Formulierungen in der Presse. Die Bayerische Staatszeitung befand dann im Dezember 1990 halbherzige Pläne an beschwertem Ort. Und die Überschrift der SZ lautete: Vier Sieger-Modell, doch noch keine Lösung. Und im Feuilleton der SZ war dann zu lesen: Respektlos und banal. Ein weiteres architektonisches Armutszeugnis sollte sich München nicht leisten. Und im Frühjahr schob sie nach: Nachdenken statt bauen. Für die geplanten Museen gäbe es genügend andere und weitaus bessere Standorte. Zu diesem Resultat war auch die Fachzeitschrift Bauwelt gekommen. Vielleicht wird ein neuer Ansatz mit ganz anderen Zielsetzungen nötig. Wie sollte es nun weitergehen? Und zumindest für den Bereich der ägyptischen Sammlung, wie wir damals noch hießen, war eine gemeinsame Begehung der damaligen Sammlungsräume, also in der Residenz, mit den Architekten der Preisgruppe geplant, um spezielle Erfordernisse eines ägyptischen Kunstmuseums an den Originalen zu diskutieren. Und diese vorgesehene Begehung hat nie stattgefunden. Und ich erinnere mich manchmal daran zurück, dass dies vielleicht gar nicht so schlecht gewesen ist. Denn zumindest was das Konzept betrifft, ist es eigentlich, ja, wie soll ich sagen, in selbstkritischer Äußerung ein Segen gewesen, dass damals dieser Neubau nicht realisiert worden ist. Ich war damals gerade ein Jahr im Amt und natürlich hätte ich den Museumsbau nicht so begleiten, nicht so prägen können, wie es dann 15 Jahre später der Fall gewesen ist, nachdem ich viele, viele Ausstellungen gemacht hatte, nachdem ich mir unendlich viele Museen und natürlich nicht nur ägyptische auf der ganzen Welt angeschaut hatte. Und es war ein ganz anderes Standing.
Und vielleicht habe ich damals ganz unbewusst mich auch zurückgehalten und auch gar nicht gedrängt, ob denn nun nicht die zugesagte Begehung mit den Architekten stattfinden könnte. Die haben von ihrer Seite auch nicht viel getan. Die haben ihr Preisgeld eingestrichen. Das war vielleicht das Entscheidende. Und sie haben sich auch nie mehr ans Ministerium gewandt. Es hätte doch weitergehen können und können wir nicht doch oder so. Also es war so, als ob man diesen etwas missglückten Auftakt einfach ganz schnell vergessen und sozusagen den Mantel des Schweigens drüber breiten wollte. Also erster Versuch ziemlich gründlich schief gegangen. Und dann änderten sich auch wieder ein bisschen die Zeiten. Und so heißt es denn 1993, die bereits im Haushalt 1992 vorgesehenen Mittel für eine Fortsetzung des Museumsbaus wurden als Reaktion auf die allgemeine Wirtschaftslage gesperrt. Ein erster gemeinsamer Versuch des Ernst von Siemens Kunstfonds und des Vorstands des Freundeskreises, hier eine andere finanzielle Lösung zu finden, wurde vom Finanzministerium abgeblockt. Und damit war eigentlich die Geschichte des Neubaus zunächst einmal, was tatsächlich einen neuen Wettbewerb betrifft, für ziemlich genau 10 Jahre ad acta gelegt. Allerdings, und wir haben hier schon das entsprechende Bild dazu, die Überlegungen, wie denn die räumliche Situation und überhaupt die bauliche Situation für unsere Sammlung verbessert werden könnte, die gingen weiter, wenn auch mit ganz anderen Überlegungen. Die Amerikaner hatten nämlich 1997 vorübergehend erklärt, das Amerika-Haus schließen zu wollen. Gerade vor wenigen Wochen ist es ja in renovierter Form wieder fürs Publikum geöffnet worden. Und damit war also dieser Bau, der weiterhin eine, eine öffentliche Nutzung haben sollte, vielleicht sogar im Kunstbereich, damit stand dieser Bau gewissermaßen zur Verfügung. Und wir sahen uns auf einmal wirklich von einem Tag auf den anderen vor die Aufgabe gestellt, uns das Haus gründlich anzuschauen und einen möglichen Plan für eine Nutzung dieses Gebäudes, für eine Umwidmung dieses Gebäudes in ein ägyptisches Museum vorzulegen. Da hat es ganz gut gepasst, und das war wirklich Zufall, dieses Gebäude mit seinen 2800 Quadratmetern genau dem entsprochen hatte, was wir in dem vorangegangenen städtebaulichen Ideenwettbewerb als die erforderliche Nutzfläche für ein Museum angegeben und angedacht hatten. Und wir haben dann mit unserem damaligen Ausstellungsarchitekten Matthias Kammermeier wirklich praktisch in einer Nacht- und Nebelaktion ein Museum geplant. Und weil das Ganze natürlich auch nicht allzu viel kosten durfte, uns eine, ja, man kann schon sagen, Nutzung ausgeknobelt hatten, die eine weitgehende Beibehaltung der bisherigen Räume bedeutet hätte, denn es war völlig klar, hier wird nicht entkernt werden und großartige Umbauten, also wenn überhaupt etwas möglich ist, dann nur so billig wie möglich. Und damals ist eigentlich das Konzept entstanden,
dass wir nicht einen chronologischen Rundgang planen, sondern einen thematischen. Weil für einen chronologischen Rundgang braucht man ja möglichst gleichartige Räumlichkeiten, und die waren hier nicht gegeben. Es gab einen sehr großen Raumbereich, das ist der Trakt, wo sich heute der große Bühnensaal, der Veranstaltungsraum befindet. Das sollte der Bereich Kunst, also letztendlich ein Skulpturensaal geben. Und im ersten Stock sollten dann in kleineren Räumen verschiedene Themen untergebracht werden. Und ganz oben hätten die weiteren Verwaltungsbauten, Bibliothek und so weiter, Restaurierung des Museums ihren Platz finden sollen. Wenn wir uns das Ganze einmal aus der Luft anschauen, links unten, der Karolinenplatz, direkt über der Spitze des Obelisken, das Amerika-Haus, und halb rechts davon das große NS-Gebäude, damals Maiserstraße 10, heute Katharina-von-Bora-Straße 10, in dem sich damals unsere Verwaltung befunden hat, die Restaurierung und die Magazinbauten. Und es ist damals geplant gewesen, man kann ja recht gut die enge, die räumliche Verbindung zwischen dem NS-Gebäude und dem Amerika-Haus erkennen. Und es ist eben geplant gewesen, dass die Magazine, die im Untergeschoss auf der Ebene minus 2 gelegen haben, unterirdisch durch eine Art Gang an das Amerika-Haus und damit an das mögliche, an den möglichen neuen Standort Ägyptisches Museum angebunden worden sind. Und diese Planungen waren also schon ziemlich weit fortgeschritten. Dann allerdings gab es in Amerika einen neuen Präsidenten, und der hatte ganz andere Vorstellungen über die Beziehungen Amerikas nach Europa. Und sehr schnell kam die Entscheidung, nein, die Amerika-Häuser bleiben alle bestehen. Sie werden weiterhin mit einem kulturellen Programm bespielt. Und damit war also auch diese so jäh aufgekommene Hoffnung, doch noch zu neuen Räumen zu kommen, genauso schnell wieder vom Tisch, wie sie auf denselben gekommen waren. Und dann ein zweiter Versuch, der jedoch schon nach dem, nach der allerersten Besichtigung auch schon wieder beendet gewesen ist, nämlich das Hohenzollernpalais an der Mühlstraße, also oben oberhalb des Friedensengels. Und dieser Bau samt seinem Annex war frei geworden, weil das Finanzgericht hier ausgezogen war. Und von der Lage her, sozusagen auf der anderen Seite, liegt ja die Stuck-Villa, also da hätte sich ein kleines Museumsviertel ergeben, von der Lage her gar nicht so schlecht, aber es war völlig klar, also auch was den Platz betrifft, was die Räume betrifft, also da sind wir gar nicht so weit gekommen, dass wir wirklich uns ernsthaft überlegt haben, wie diese Räumlichkeiten zu bespielen wären, was man da unterbringen konnte. Das war leider, wie gesagt, schon bei der ersten Besichtigung völlig klar. Und wir haben uns dann zwischenzeitlich auch noch um ganz andere Dinge bemüht, in enger Zusammenarbeit mit dem Ministerium, aber auch mit der Verwaltung der Residenz. Es waren dort Räumlichkeiten frei geworden durch den Auszug der Max-Planck-Gesellschaft, die ja
am Altstadtring ihren Neubau bekommen hat. Und es ist dann viel überlegt worden, ob man nicht vielleicht andere Räumlichkeiten in der Residenz dem Museum zuschlagen könne. Es ist sogar an die unter dem Apothekenhof gelegenen Kellerräume, große Keller für die Lagerung von Wein, in irgendeiner Weise für das Museum benutzbar, bespielbar zu machen. Aber das ist alles natürlich versandet. Das wäre im Verhältnis zu dem, was es dann letztendlich gekostet hätte, alles viel zu aufwendig gewesen. Und die eigentlichen Probleme der Ausstellungsräume hätte es letztendlich auch nicht lösen können. Und es sah dann also mehrere Jahre relativ hoffnungslos und chancenlos aus. Und dann kam plötzlich 2002 wirklich überraschend eine ganz, ganz neue Idee auf. Und wir können wieder in den alten Rundbriefen nachlesen. Am 5. Juni haben Finanzminister Faltelhauser und Wissenschaftsminister Zehetmeier in einer gemeinsamen Pressekonferenz den Plan eines Neubaus für das Ägyptische Museum bekannt gegeben, gemeinsam mit einem Neubau für die Hochschule für Film und Fernsehen. Und das ist dann wirklich völlig überraschend gekommen. Und ich muss auch sagen, es ist eine Idee gewesen, die wirklich diese beiden Minister, Faltelhauser und Zehetmeier, sozusagen ausgekungelt hatten. Und gerade Kurt Faltelhauser hat ja in seiner Zeit einiges im Bereich von Kulturbauten auf den Weg gebracht. Und es ist wie immer auch eine Sache gewesen, die ein bisschen mit Zufall zu tun hatte. Denn der Finanzminister ist jeden Tag durch die Gabelsberger Straße gefahren, die jetzt dann den neuen Standort bilden sollte, auf dem Weg von zu Hause in sein Ministerium. Und hier an dieser Stelle standen die Bauten der TU München. Und er wusste natürlich, dass diese Bauten demnächst leer stehen würden. Es handelt sich um das sogenannte Nordostgelände der TU. Weil damals schon, ein Prozess, der ja bis heute fortdauert, die TU aus ihrem viel zu eng gewordenen Innenstadtquartier peu à peu auf den Campus nach Garching im Norden umgelagert wurde. Und dann die zweite glückliche Fügung, die Filmhochschule, hier ein Blick auf das alte Gebäude draußen in Giesing sollte aufgewertet werden. Der Medienstandort München in Konkurrenz natürlich zu Berlin, zu welcher Stadt sonst, sollte gestärkt werden und auch die HFF, wie wir sie seit in ihrer Abkürzung immer nennen, platzte dort draußen in einer ehemaligen Bettenfabrik aus allen Nähten. Und das Gelände hier in der Maxvorstadt war denn nun doch ein bisschen zu groß für diese neu geplante Hochschule für Fernsehen und Film. Und man überlegte sich, ja, also es ist klar, es ist ein Filetstück in staatlichem Besitz, kulturelle Nutzung, wer oder was würde sich eignen, hier noch seinen Platz zu finden. Und da kann man dann eben in der Rückschau sagen, dass diese ganzen Versuche mit dem gescheiterten Ideenwettbewerb, mit dem vergeblichen Bemühen, ein vorhandenes Gebäude umzuwidmen, so sinnlos eben doch nicht gewesen sind. Wir waren in den verschiedenen Ministerien sozusagen als Problemfall
als baulicher Problemfall, im Gedächtnis geblieben. Es war klar, da muss irgendwann einmal etwas erfolgen. Und wir standen dann sozusagen bereit. Und wieder einmal musste es relativ schnell gehen. Aber für uns war das damals gar nicht so mühsam. Denn wir hatten ja schon erste Planungsschritte, erste Überlegungen unternommen und konnten eigentlich deswegen verhältnismäßig schnell für diesen geplanten Wettbewerb zuliefern. Und ein Jahr später, also im Jahr 2003, hat es dann einen Beschluss des Ministerrates gegeben und dann ging es wirklich um die Vorbereitung bereits eines Wettbewerbes, der allerdings auch wieder, und das ist schon eine gewisse Ironie der Geschichte, zunächst nur einmal als städtebaulicher Rahmenwettbewerb ausgeschrieben wurde, was das Gesamtgelände betrifft und als Architekturwettbewerb für die Hochschule. Anders formuliert, sollte es einen ersten und zweiten Bauabschnitt geben. Also die Hochschule sollte sofort realisiert werden, deswegen für die auch der Architektenwettbewerb. Und gleichzeitig sollten die beteiligten Architekturbüros nachweisen und belegen, in welcher Weise die Restfläche denn nun für ein Museum genutzt werden konnte. Also es ging auch um die Verteilung der Baukörper, um die Masse der einzelnen Baukörper. Und ich erinnere mich, dass ganz am Beginn tatsächlich auch noch die Idee bestand, die dann aber relativ bald fallen gelassen wurde, das Bauamt der TU München, das auf dem Gelände sich befunden hatte, hier auch noch unterzubringen. Das Ganze führte nun zu einer etwas, eigenartigen Situation. Jedem Architektenwettbewerb geht ein sogenanntes Kolloquium voraus, wo die Nutzer den Büros, die sich beteiligen wollen, gegenüber sitzen und deren Fragen beantworten. Und ich war da lediglich als Gast dabei und an mich wurde, glaube ich, so gut wie keine Frage gerichtet, denn es ging ja noch gar nicht um uns. Und deswegen haben sich auch kaum Büros beteiligt, die spezialisiert gewesen sind auf Museumsbauten, denn man war ja davon ausgegangen, irgendwann später wird dann der Wettbewerb für das Ägyptische Museum ausgeschrieben werden. Die Sitzung des Preisgerichtes dieses Wettbewerbs war für den 14. und 15. Oktober im Jahr 2004 angesetzt. Und ich weiß noch, als ich die Stufen emporging zu den Räumlichkeiten, die sich eben innerhalb der damals noch hier befindlichen TU-Gebäude befanden, war ich sehr gedämpft optimistisch und gedacht, guckst du dir das Ganze mal an. Und dass ich wenig optimistisch war, lag halt daran, dass die Vorgabe lautete, Architekturwettbewerb für die HFF und wir dann im zweiten Bauabschnitt. Und was in München mit zweiten Bauabschnitten passiert, wissen alle Beteiligten ja leidvoll aus den Erfahrungen mit der Pinakothek der Moderne. Die werden dann auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Und
Es ging dann los mit den einzelnen Wettbewerbsbeiträgen. Bei solchen Wettbewerben ist es ja üblich, dass die erste und meistens auch die zweite Runde anonym erfolgt. Das heißt, man hat keine Ahnung, ob man nun vor dem Entwurf eines Architekten-Neulings oder vor dem Entwurf eines renommierten, berühmten Architekturbüros steht. Und jedenfalls wurden die Mienen der Beteiligten im Preisgericht Stadt und Staat und verschiedene Fachgutachter, beide Minister, die Gesichter aller Beteiligten wurden lang und länger, denn es gab eigentlich, wie schon zuvor, und das war für mich dann wirklich ein Déjà-vu drüben im Osten vom Königsplatz, zwei Möglichkeiten. Entweder die beiden Gebäudeeinheiten waren nebeneinander angeordnet und unterschieden sich dann detailreich in Rechtsmuseum und links HFF oder umgekehrt. Oder sie waren hintereinander als langgestreckte Gebäude ausgerichtet und dann eben auch in den bekannten Variationen Museum vorne, HFF hinten oder eben andersherum. Man kann das hier einigen dieser Entwürfe recht gut entnehmen und es sind durchaus namhafte Architekten dabei gewesen. Ich erinnere mich beispielsweise an Zaha Hadid, die aber tatsächlich mit ihrem Vorschlag schon in der ersten Runde rausgeflogen ist. Hier dann einige der später dann preisgekrönten Anlagen, also auch hier ein bisschen andere Gebäude, die etwas schwungvoller aussahen, aber die auch nicht wirklich die Begeisterung der Jurymitglieder erreicht haben. Und auch ich guckte immer trauriger und trauriger, bis mir dann jemand aus dem Bauamt zuflüsterte: Nur warten Sie noch ein bisschen, Frau Schoske, es kommt schon noch was ganz Interessantes. Und das Interessante ist dann der Entwurf gewesen, der dann auch verwirklicht wurde. Der Entwurf von Peter Böhm, Architekt aus Köln, aus einer berühmten Architektenfamilie stammend. Ich erwähne nur seinen Vater Gottlieb Böhm, der dann auch später an der Bauausführung mit beteiligt gewesen ist und der nun wirklich etwas ganz anderes vorgelegt hatte. Und zwar hatte er vorgeschlagen, wir verlegen die Ägypter unter die Erde und errichten mit der Hochschule einen Komplex, der die Antwort ist oder die Spiegelung sozusagen der Baumassen der alten Pinakothek genau gegenüber. Das Elektrisierende an seinem Vorschlag war natürlich, und das ist mir auch ohne große Fachkenntnis damals sofort klar gewesen, so ein Gebäude, das wirklich schon im Entwurf alle begeistert hat, so ein Gebäude wird nicht in zwei Bauabschnitten gebaut werden. Das geht nur in einem Wurf. Da kann man nicht teilen. Und das ist auch dem Finanzminister sehr klar geworden, der dann am Ende des ersten Tages gegen, ich weiß nicht, 20 Uhr die Runde verließ und sagte: Ich gehe jetzt in mein Ministerium und lasse über Nacht prüfen, ob wir das auch in einem Wurf schaffen. Ich habe nie in meinem Leben eine Sitzung euphorischer und beflügelter verlassen als an diesem Abend. Und
habe natürlich schlecht geschlafen und hatte auch noch im Kopf, was mir der Leiter der Jury mit auf den Weg gegeben hat, der gesagt hat, ich werde morgen früh als erstes zum Auftakt der Sitzung die beiden Nutzer auffordern, zu den Entwürfen, die in die engere Wahl kommen, eine Stellungnahme abzugeben. Überlegen Sie sich bis morgen, was Sie dazu sagen. Ich war wohl vorbereitet am nächsten Morgen und habe tatsächlich, auch wenn das dann vielleicht ein bisschen dramatisch gewesen ist, ich durfte als erstes sprechen, angefangen mit dem etwas abgewandelten, berühmten Satz, I had a dream. Und am Ende dieses Tages hatte sich dieser Traum erfüllt. Der Entwurf von Peter Böhm hatte den Siegerpreis davongetragen, auch wenn es da noch ein paar Scharmützel im Umfeld gegeben hat, aber er war der absolute Favorit. Und mit diesem Tag begann dann der Countdown. Und hier ein Bild von der Pressekonferenz, die dann wenig später stattgefunden hat, wo der in der Zwischenzeit neue Wissenschaft oder damals hieß es noch Kulturminister Thomas Goppel das Ergebnis verkündet hat, links die Vertreterin der HFF, ich bin noch rechts im Anschluss zu sehen, und eben mit Peter Böhm, mit unserem neuen künftigen Architekten. Und es hat dann, ging es natürlich sehr rasch und in großen Schritten weiter, zumindest in den internen Planungen, hier so die allerersten Skizzen und räumlichen Vorstellungen der Dauerausstellung natürlich zunächst, mit der wir uns ja hauptsächlich auseinandergesetzt haben. Dass es dann doch noch verhältnismäßig lange gedauert hat, bis das alles umgesetzt werden konnte. Hier eine erste Ansicht, die gar nicht so furchtbar weit von dem entfernt ist, was dann tatsächlich gebaut worden ist. Dass es wirklich so lange gedauert hat, bis dann im November 2007 der Grundstein gelegt werden konnte, hatte massive, ja, praktische Hintergründe. Die hier noch stehenden, auf dem Gelände noch stehenden Bauten der TU München, vorhin schon angesprochen, das sogenannte Nordostgelände, waren asbestverseucht. Und bevor man sie abreißen konnte, musste das Ganze, die ganzen Schadstoffe, erst einmal mühselig entsorgt werden, was sozusagen für die ersten 12 Monate gedauert hat, bis das dann auch erfolgt ist. Und das Zweite hat mit der Geschichte des Areals zu tun, denn genau dort, wo sich jetzt unsere Dauerausstellung in den Boden versenkt befindet, Sie sehen das hier auf dem rechten Bild ganz gut, diese Spundwände, die sich zur Abdichtung des gesamten Areals, um die Wanne für das Untergeschoss zu schaffen, auch hinaufziehen. Das ist genau das Areal, wo in der NS-Zeit ein gewaltiges Gebäude für die vorgesehene Kanzlei der NSDAP bestanden hatte. Und hier waren unterirdische Bunkeranlagen fertiggestellt, 4 Meter dicke Wände aus Stahlbeton. Und das musste sehr, sehr mühsam aus dem Boden herausgeholt werden, so wie die verfaulte Wurzel eines abgebrochenen Zahnes sozusagen. Als die Unibauten in den 60er Jahren errichtet worden waren, hatte man das nämlich schön sein lassen, weil man wusste, wie aufwendig das war, und hatte die Bauten zurückversetzt errichtet. Nun wurde dieses Gelände benötigt
Und bis das alles aus dem Boden geholt war, da war das zweite Jahr sozusagen schon vergangen. Und hier Bilder von der Grundsteinlegung im November 2007. Dann allerdings abermals zwei Jahre später, also im Jahr 2009, das Richtfest, hier die Richtkrone, in deren Inneren der Innenminister Herrmann steht. Innenminister sind auch immer die Bauminister und rechts von mir der Präsident Fuchs, der damals für die Filmhochschule verantwortlich gezeichnet hat. Und dann abermals zwei Jahre später die Hausübergabe, also im Juni 2011 ist der Bau vom Staatsminister Herrmann an die Nutzer übergeben worden. Und hier eine Pressekonferenz, die im Eingangsbereich der HFF stattgefunden hat. Dass es dann noch einmal zwei Jahre gebraucht hat, bis wir einziehen konnten. Wir sind tatsächlich im Jahr 2011 schon mit der Verwaltung und mit den Magazinen hier herüber gezogen. Das liegt einfach daran, dass natürlich die Einrichtung einer Dauerausstellung eines Museums, das ist der Einbau der Vitrinen und dann erst die Bestückung, das dauert natürlich seine Zeit. Und es ist unser Ehrgeiz damals gewesen, dass wir in der Residenz die ganze Zeit präsent bleiben wollten. Also wir wollten das Haus nicht schließen, haben uns immer weiter verkleinert und haben das dort dann immer weiter reduziert, aber so, dass es immer noch was Sinnvolles zu sehen gab, dass es noch eine kleine Ausstellung gab, dass weiterhin Führungen für Schulklassen stattfinden konnten. Und wir sind wirklich nicht einen einzigen Tag, haben wir unsere Räume geschlossen. Und am 9. Juni 2013 haben wir, das waren unsere damaligen Öffnungszeiten, um 17 Uhr das Museum drüben in der Residenz verlassen und sind mit einer wunderbaren Prozession. Hier sitze ich mit Herrn Reisle, unserem Innenarchitekten, in einer Fahrradrikscha, die wie eine Barke gestaltet gewesen ist. Barke, für einen Ägyptologen unbedingt symbolträchtig, die Fortbewegungsart der Menschen in Ägypten, der Götter natürlich auch. Und Schlag 17 Uhr hat es gedonnert, das Donnern angefangen, und die Pforten des Himmels haben sich geöffnet und wir haben diese Prozession von Hunderten von Menschen begleitet, Polizei vor uns. Wir hatten das alles aufwendig organisiert, auch mit einer Performance. Es sind Tänzer, die hier zugange sind. Haben wir diesen Umzug gemacht. Eigentlich hätten uns am Karolinenplatz Alphornbläser empfangen sollen. Die standen dann etwas weiter, um nicht im Nassen zu stehen. Also es war eine ganz tolle Geschichte. Und ich hatte das allerletzte Objekt dabei für die Dauerausstellung und am nächsten Morgen dann die Eröffnung mit dem Ministerpräsidenten Seehofer, dem Kunstminister Herrn Heubisch. Und von da an war unser aller Leben, um es nochmal dramatisch auszusprechen, ein anderes. Und der über 20-jährige Kampf für ein neues Gebäude hat es sich dann letztendlich doch gelohnt. Und wie dieses Konzept dann ausgesehen hat, vom Baulichen, vom Inhaltlichen, damit geht es dann in einer Woche weiter. Vielen Dank für Ihr Interesse.